Sehr geehrte Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Stefan Bernhard und ich bin gewissermaßen der Master of Ceremony, MC, für die heutige Vorlesung Science Act im Rahmen der Langen Nacht der Forschung. Das ISD Austria hat eine Tradition bei solchen Veranstaltungen, dass es quasi immer so einen Host gibt, der dann den Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin, das ist konkret bei uns Herbert Edelsbrunner, einmoderiert. Und das werde ich versuchen. Das werde ich versuchen, möglichst kurz zu halten, damit Herbert mehr Zeit hat zum Vortragen. Und alle Fehler, die ich in dieser Einmoderation mache, wird er dann korrigieren, weil es um ihn als Person geht. Ich werde nichts Inhaltliches sagen, sondern ich werde nur zu seiner Person sprechen. Herbert Edelsbrunner ist ein Pionierprofessor hier im ISD Austria, soll heißen, er war einer der allerersten, die hier angeheuert haben, als da draußen, wo Sie heute den wunderschönen Park gesehen haben, noch ziemlich alles Baustelle war und kein einziges Gebäude für experimentelle Forschung fertig war. Das war 2009. Herbert Edelsbrunner ist einer von jenen Forschern, die hier am Campus arbeiten, die Österreicher sind, aber nach Österreich durch das ISD Austria zurückgeholt wurden oder zurückkommen konnten. Die Vita von Herbert Edelsbrunner liest sich wie eine idealtypische Vita eines Wissenschaftlers. Begonnen hat es vergleichsweise normal, würde ich mal sagen, im Sinn von Herbert Edelsbrunner, Steirer, hat in Graz studiert, technische Mathematik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sein Diplomstudium an der Uni Graz abgeschlossen, nicht TU, sondern Uni Graz, TU Graz, an der Technischen Universität Graz abgeschlossen, hat dort auch promoviert und eine Assistentenstelle angenommen, war Assistenzprofessor an der Technischen Uni Graz. Und dann gab es einen entscheidenden Moment in seinem Leben, nämlich die Frage, bleibe ich da oder verändere ich mich beruflich? Und man kann sagen, auf Neudeutsch oder auf Englisch, um konkret zu sagen, he fell in love with the distance und hat den Atlantik überquert und ging in die Vereinigten Staaten von Amerika, konkret an die University of Illinois at Urbana-Champaign. Und hat dort eine klassische Karriere durchlaufen, zuerst als Assistant Professor, Associate Professor und danach Full Professor. Das ist diese typische Tenure-Track-Karriere, die man im besten aller Fälle in den Vereinigten Staaten durchlaufen kann, quasi vom Assistenzprofessor zum Full Professor an einer Universität mit einer Tenured Position. Das hat ungefähr 10 Jahre, das war 1985, war diese Entscheidung, bis 1999 war die University of Illinois seine Wirkungsstätte und danach gab es einen durchaus interessanten und bemerkenswerten bemerkenswerte Veränderung, nämlich von der University of Illinois an die Duke University. Die Duke University ist eine der allerstärksten Forschungsuniversitäten, die es in den Vereinigten Staaten gibt. Sie hat auch die Zuschreibung oder den Nickname, dass die Duke University Harvard of the South sei, weil sie eben so wissenschaftsstark, so forschungsstark ist. Und dort war Herbert Edelsbrunner 10 Jahre lang als Professor im Bereich Mathematik, Grenzbereich Mathematik, Informatik tätig. Es gab aber auch einen Side-Aspekt, den ich auch nicht verheimlichen möchte, nämlich Herbert hat im Jahr, da muss ich kurz nachschauen, im Jahr 1996 eine Firma gegründet, die Raindrop Geomagic heißen hat. Raindrop ist dann ein bisschen nicht durch den Rost gefallen, aber ist dann immer gestrichen worden aus marketingtechnischen Gründen. Ich möchte mich dafür in aller Form als Marketer entschuldigen, dass solche Maßnahmen leider manchmal notwendig sind oder sinnvoll erscheinen. Auf jeden Fall war er dann über 10 Jahre in dieser Firma engagiert und hat dort wertvolle Inputs geliefert. Und in dieser Firma ging es darum, dass mathematische Erkenntnisse, Informatikerkenntnisse tatsächlich auch in Applikationen umgesetzt werden, die tatsächlich kommerziell auch erfolgreich sind. Und im Wesentlichen ging es darum, eine 3D-Konstruktion von Scan-Mustern zu entwickeln und für bestimmte Applikationen entsprechende Algorithmen, entsprechende Programmierung anzubieten. Duke University ist, glaube ich, eine ganz tolle Wirkungsstätte, wo man unglaublich gut auch arbeiten kann, aber dann kam 2009 der Ruf zurück aus der Heimat, zurück nach Österreich an das ISD Austria und ich glaube, dass diese Bezeichnung Pionierprofessor wirklich gut passt, weil das Risiko aus einer tollen Position in den Vereinigten Staaten, zu einem ganz jungen, erst in Entstehung befindlichen Institut zu machen, diesen Schritt zu machen, der war sicherlich risikobehaftet.
Und dass das Institut des ISD Austria sich so toll entwickeln kann, hat erstens mit den Professorinnen und Professoren hier zu tun, aber auch mit der Risikobereitschaft der Pionierprofessorinnen und Professoren, die hierher gekommen sind, um dieses Institut maßgeblich aufzubauen. Sein Vortrag heute, was Topologie über Sprachen zu sagen hat, ist unser Live-Act der Lange Nacht der Forschung. Herbert, the floor is yours. Danke, Stefan, dass du dich ganz kurz gehalten hast. Beginnt mein Vortrag jetzt oder wie um 8.15 Uhr, wie angesagt? Er beginnt jetzt. Jetzt, okay. Also die 10 Minuten, die du verwendet hast, ziehe ich jetzt mal ab. Okay. Über Sprachen zu sagen hat. Und zwar, ich bin ein Amateur in Sprachen. Ich spreche, aber sonst habe ich eigentlich nicht viel im Sinn mit Sprachen. Aber ich glaube, ich bin ein Fachmann für Topologie oder gewisse Arten von Topologien. Und ich werde mich aber kurz halten dabei. Und mehr herausstreichen, dass Topologie eigentlich eine mathematische Sprache ist, die sehr breit angewendet werden kann. Ich würde sogar sagen, dass Sie alle topologisch denken. Einige wissen es vielleicht nicht. Nur als Faktum, also es gibt eine Arbeit von Sprachenwissenschaftlern, das ist Dieter, und ich spreche eigentlich über diese Arbeit. Die ist im Archiv 2015 erschienen und so wie ich weiß, ist sie noch nicht in einem Journal veröffentlicht worden. Und wahrscheinlich deswegen, weil sie noch nicht ganz vollständig ist. Und ganz am Ende werde ich vielleicht darauf zurückkommen, was ich glaube, bei der Arbeit noch fehlt. Aber trotzdem eine super Arbeit. Sprache und Syntax. Ich spreche eigentlich über Sprachfamilien. Und also dieses Bild von der Welt habe ich gefunden, wo die Kontinente in Sprachfamilien aufgeteilt werden. Und hauptsächlich werde ich über die indoeuropäischen Sprachen, also die sind da so, sprechen. Vielleicht, das ist eine kleine Insel, das ist ein bisschen südlich, aber ist trotzdem Ungarn. Finnland gehört auch nicht dazu, Estland und so weiter. Und ein weiteres Bild, das ich gefunden habe, ist eine Aufteilung des indoeuropäischen der Sprachfamilie in kleinere oder Teilfamilien. Da haben wir Germanisch, Romanisch, Slawisch, Keltisch, Iranisch, Indisch. Und wie ich das Paper gelesen habe, ist mir erst aufgegangen, dass ganz eigenartigerweise die Sprache von der Evolutionsbiologie verwendet wird. Also die Leute sprechen auch von phylogenetischen Bäumen der Sprachen. Also so mit der Idee, dass eine Sprache eine andere als Vorgänger dient und die Leute verwenden dann Bäume, um das darzustellen. Und ja, die Zeit geht von unten rauf, damit der Baum unten gewurzelt ist. Und wenn ich dann einen Knoten, einen Punkt, also diesen Knoten verwende, diese sind ihre Nachfolger und das ist ihr Vorgänger. Und diese Zeichnung habe ich auch gefunden, also so die schematische, ich nehme an, eine künstlerische Ausarbeitung der indogermanischen Sprachfamilie. Und was mir dabei gefällt, ist also das Unklare dabei, weil wir nicht genau wissen, wie die Sachen zusammenhängen. Aber es schaut so wie ein Baum aus und man müsste sich das nicht so vorstellen, also dass es mehr oder weniger ein Baum ist, aber nicht wirklich. Und es geht auch darum, festzustellen, wie weit ist es jetzt ein Baum oder nicht. Ich werde dann auf diese Zeichnung dann später zurückkommen. Also jetzt gibt es zunächst einmal diese Verbindung zwischen Sprachen und den Vorgängersprachen und den Nachfolgersprachen. Vorgängersprachen werden Proto-Sprachen genannt, nicht Muttersprachen, weil das bedeutet was anderes.
Aber es gibt dann noch eine weitere Möglichkeit, festzustellen, wie Sprachen miteinander verwandt sind. Und da gibt es die sogenannten syntaktischen Parameter. Und die möchte ich kurz vorstellen. Also diese Parameter gehen auf Noam Chomsky zurück, der wahrscheinlich der einflussreichste Sprachwissenschaftler unserer Zeit ist, in Boston. Und syntaktische Parameter sind ganz einfache syntaktische Regeln. Und dann stellt man für eine Sprache fest, gilt die Regel oder gilt sie nicht. Wenn sie gilt, schreibe ich ein Plus. Wenn sie nicht gilt, schreibe ich ein Minus. Und da gibt es ungefähr 120 bis 130 Parameter, je nachdem. Und Sprachen in der Welt, also die Parameter sind ausgefüllt worden für einige hundert Sprachen. In der indoeuropäischen Familie, von der ich spreche, sind ungefähr 70, zwischen 70 und 80 Sprachen so registriert. Also nur um ein Beispiel zu nennen, da gibt es die Regel, dass das Subjekt vor dem Verb, vor dem Objekt kommen kann. In Deutsch gilt die, Hans kauft den Wein. Angeblich gilt das im Japanischen nicht. Ich kann kein Japanisch, ich kann auch kein Ungarisch, aber ich habe die Plus und Minus kopiert von der Arbeit. Ein anderes Beispiel ist, das Verb kommt vor dem Subjekt, kommt vor dem Objekt. Und zwar muss das in einem einfachen Satz geschehen. Zum Beispiel im Deutschen kann man das machen. Heute kauft Hans den Wein. Gilt aber nicht, weil das heute vorangesetzt worden ist. Also haben wir ein Minus für Deutsch. Im Japanischen geht das anscheinend auch nicht. Die Ungarn hier können vielleicht mir sagen, dass das stimmt, dass das im Ungarischen funktioniert. Ja, okay. Und dann habe ich ein drittes Beispiel noch dazu gemacht, und zwar ein Hauptwort und dann kommt die Zahl danach. Also ich kaufe drei Flaschen, ich würde öfters vielleicht sagen Flaschen drei. Warum nicht? Geht nicht in Deutsch. Geht auch nicht in Ungarisch, geht aber in Japanisch. Okay, also für jede Sprache haben wir jetzt so eine Sequenz von Plus und Minus. Und die Sequenz von Plus und Minus möchte ich jetzt als Koordinaten für einen Punkt in einem Raum mir vorstellen. Und dafür verwende ich einen Einheitswürfel im n-dimensionalen Raum. Also n ist die Anzahl der Parameter, die ich verwende. Und wenn immer ein Minus ist, dann schreibe ich 0 für die Koordinate, und wenn immer ein Plus ist, dann schreibe ich 1 für die Koordinate. Zum Beispiel, wenn Sie sich erinnern, Deutsch hat ein Plus und zwei Minus bekommen. Das heißt, wir gehen das ist mein Ursprung. Ich gehe in der ersten Richtung einen Schritt und dann gehe ich nicht weiter, weil die anderen Koordinaten 0 sind. Also das ist der Punkt für Deutsch. Ungarisch, ich gehe in die erste und in die zweite Richtung, Plus, Plus, Minus. Und Japanisch gehe ich nicht in die ersten zwei Richtungen, ich gehe aber in die dritte Richtung. Minus, Minus, Plus. Also dadurch komme ich so in einen quasi geometrischen Bereich, wo jetzt der Sprachen Punkte sind im Raum. Und ich kann mir vorstellen, die Distanz zwischen zwei Sprachen zu berechnen. Und die übliche Distanz ist die Hamming-Distanz. Geht zurück auf Richard Hamming, 1950, glaube ich. Und das ist einfach die Anzahl der Koordinaten, wo zwei Punkte verschieden sind. Und beim Einheitswürfel ist das zufälligerweise auch das Quadrat der euklidischen Distanz. Die euklidische Distanz ist die übliche. Okay, jetzt haben wir Punkte in einem Raum und wir haben eine Distanz, das nennen wir auch Metrik. Dann können wir beginnen, Geometrie und Topologie zu machen. So, was ist jetzt Topologie? Was bedeutet das? Ich werde persistente Topologie verwenden. Ist einfacher als die wirkliche Topologie. Glaube ich jedenfalls. Die wirkliche Topologie, also da gibt es die typische Erklärung, die mir fast peinlich ist, aber ich habe es trotzdem auf die Folien zeichnen müssen, dass ein Ring für einen Topologen das gleiche ist wie ein Kaffeehäferl.
Und zwar, weil beide eine Schleife haben und da kann man dann den Finger reingeben und das kann man halten. Das heißt, wenn das Ganze aus Gummi wäre oder Plastilin, könnte man das so verformen, dass das der Ring zum Heferl wird. Okay. Man muss aber ein bisschen aufpassen dabei. Es könnte ja sein, dass das Kaffeeheferl im Henkel offen ist. Das heißt, wenn ich den Kaffee reingebe, dann geht der Kaffee in den Henkel mit rein und macht eigentlich gar nichts. Ich kann das dann trinken, das geht dann vom Henkel wieder raus, ist okay. Aber es könnte auch sein, dass der Henkel oben nach unten verbunden ist und dass das, wenn der Kaffee dann, ich schütte den Kaffee rein und der geht in den Henkel rein und da steigt das auf und dann, wenn es da oben ankommt, dann fließt das raus. Das Heferl kann nie übergehen. Das ist der Vorteil davon. Und wenn das dann rausfließt, dann entsteht ein Vakuum und das zieht dann den Rest des Kaffees auch mit. Also dann kann es überhaupt nicht übergehen. Und das ist nicht nur eine Fantasie von mir, sondern das gibt es wirklich. Also hier mein Kaffeeheferl. Das schaut ganz normal aus, aber wir sehen da unten, da ist der Henkel und also das geht nie über. Kann ich nur empfehlen. Also das ist eine kurze Einführung für die Topologie, in die Topologie. Ich werde mich aber nur für zwei einfache Facetten der Topologie interessieren, und zwar für Komponenten und für Schleifen. Komponenten sind vielleicht einfacher zu definieren. Und zwar, wenn ich eine Punktmenge habe, sagen wir, die besteht aus zwei Klumpen, einer links und einer rechts, dann möchte ich gern sagen, also da gibt es zwei Klumpen und in gut Deutsch heißt Klumpen Cluster und das nennt sich dann Clusteranalyse. Und ich habe solche Zeichnungen schon gesehen, eine hierarchische Clusteranalyse, wo man mit Punkten anfängt. Also die Punkte können jetzt Sprachen sein. Und dann, wenn zwei Sprachen sehr ähnlich sind, das heißt die Hamming Distance zum Beispiel ist sehr klein, dann sage ich irgendwann einmal, wenn der Radius groß genug ist, der Radius geht von unten nach oben, dass die zusammengehören. Da verbinde ich die. Und dann verbinde ich mehr und mehr und mehr und dann ganz am Ende ist alles verbunden. Okay. Und hier geht es nur um Komponenten, also wie die Sachen zusammenhängen. Und wenn ich jetzt in dem Baum jeden Pfad von unten rauf rot zeichne, bis es das erste Mal nach rechts geht, dann höre ich auf. Okay, das mache ich jetzt für jeden Pfad. Ich gehe rauf, soweit es nach links oder nach oben geht, ist es okay. Wenn es nach rechts geht, hört es auf. Und dann projiziere ich diese roten Pfade nach rechts. Dann habe ich die roten Liniensegmente. Dann habe ich folgende Informationen. Wenn ich einen Radius bestimme, zum Beispiel hier, dann würde ich mich interessieren, bei dem Radius, wie viele Komponenten gibt es? Ich kann einfach rüberschneiden durch den Baum 1, 2, 3 oder 1, 2, 3. Also die Intervalle, die ich da rechts gezeichnet habe, die sagen wir für jeden Radius, wie viele Komponenten bei der hierarchischen Clusteranalyse herausgekommen sind. Also das sind einmal die Komponenten. Und Clusteranalyse ist eine herkömmliche Methode, die wird überall verwendet. Das ist topologisch, aber hat schon lange vor der Topologie existiert. Um das zu verallgemeinern, nennen wir Komponenten mal Nullzyklen. Damit ich eindimensionale Zyklen einführen kann. Also nulldimensionale Zyklen haben wir jetzt. Jetzt kommen die eindimensionalen Zyklen, die nenne ich Schleifen. Und hier habe ich wieder eine Punktmenge und jetzt vergrößere ich meinen Radius. Also hier, wenn Sie genau sehen, gibt es drei Stellen, wo zwei Punkte in eine Komponente verbunden werden. Aber im nächsten Schritt ist alles schon eine Komponente.
aber es gibt viele Schleifen. Also Schleifen sind so Kreise oder topologische Kreiszüge, die ich ziehen kann, um Löcher herum von dem Gebilde. Also in diesem Fall habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kleine Kreise und einen großen Kreis. Und wenn ich ein bisschen weiter wachse, verschwinden die kleinen Kreise, der große Kreis bleibt. Und wenn ich noch weiter wachse, oh, jetzt gibt es wieder einen kleinen Kreis, der ein bisschen größer als die vorherigen kleinen, aber doch ist, der große Kreis ist noch immer da. Und wenn ich dann weitergehe, der große Kreis bleibt, alles andere ist weg. Das heißt, wenn ich das schnell durchzeichne, sehen wir eigentlich nur den großen Kreis, das andere verschwindet. Das nimmt unser Auge gar nicht mehr wahr. Deswegen möchten wir oft behaupten, die großen Kreise sind wichtiger. Das ist vielleicht eine subjektive Behauptung, aber wenn niemand dagegen spricht. Okay, und wie stellen wir das jetzt dar? Wir verwenden diese Intervalle. Also früher habe ich die Intervalle von unten nach oben auf der rechten Seite gezeichnet. Jetzt zeichne ich sie waagerecht von links nach rechts. Und zwar H0, das sind die Intervalle für die Komponenten. Und wenn Sie sich erinnern, drei Punkte sind gestorben beim ersten Schritt. Die anderen, da gibt es ja noch viele mehr, sind alle beim zweiten Schritt gestorben. Und eine Komponente, die lebt bis ins Unendliche. Deswegen bekommt sie einen kleinen Pfeil. Für die Schleifen schaut es ähnlich aus. Schleifen kommen erst ins Spiel nach dem zweiten Schritt. Das sind dann 7 Schleifen, die im dritten Schritt sterben. Das haben wir abgezählt. Eine große Schleife gibt es, die lebt noch am Ende des Experiments. Und dann gibt es noch eine extra Schleife, die im dritten Schritt, glaube ich, geboren wird und dann im vierten Schritt stirbt. Also das nennt sich so ein Barcode. Und meistens konzentrieren wir uns darauf, wo die langen Intervalle sind. Also hier haben wir 2 Intervalle, eines für die Komponenten und eines für die Schleifen. Das heißt, wir glauben eigentlich, die Punktmenge bezeichnet sowas wie einen Kreis. Das andere ist Detail. Okay, das ist das Topologie. Und jetzt haben die Leute von dem Paper, das ich vorher angegeben habe, die Idee gehabt, vielleicht könnte man diese Topologie auf Sprachen anwenden. Und das haben sie dann gemacht. Und hier sind die Ergebnisse. Einen Schritt vielleicht zuerst. Die Punkte, vielleicht erinnern Sie sich, sind, jeder Punkt ist eine Sprache und die Punkte leben in einem n-dimensionalen Raum, sind die Eckpunkte von einem n-dimensionalen Einheitswürfel. Und dann kann ich jetzt Bälle um die Punkte verdicken und je nachdem, wie groß die Bälle sind, gibt es dann mehr oder weniger Komponenten und Schleifen. Wir sind in n-Dimensionen, also es gibt nachher nach den Schleifen gibt es noch zweidimensionale Zyklen, dreidimensionale, vierdimensionale, fünfdimensionale und so weiter. Aber die spielen keine Rolle, weil unsere Datenmenge nicht groß genug ist. Und ja, und um das jetzt da zu berechnen zu können, verwendet man nicht dieses Gebiet, die Vereinigung der Kugeln, sondern einen Komplex, der aus Kanten, Dreiecken, Tetraedern und höherdimensionalen Simplices besteht, der einfach das Gebiet repräsentiert. Und zwar immer, wenn K plus 1 Kugeln sich überlappen, das heißt einen nicht leeren Schnitt haben, dann zeichne ich den k-dimensionalen Simplex, der die Punkte, die K plus 1 Punkte als Eckpunkte hat. Okay, das füttern wir jetzt im Computer rein. Und wenn wir das für die indoeuropäische Sprachfamilie machen, kommt so ein Barcode raus. In dem Code sehen wir 2 Komponenten, alle die Intervalle, die vorher aufhören, die betrachten wir als Detail und ignorieren wir. So haben wir nur 2 Komponenten und wir haben eine Schleife. Das heißt, es sieht so aus, als wäre das kein Baum, weil ein Baum nach mathematischer Definition hat keine Schleife. Macht aber Sinn, weil
Der Sprachenbaum, es ist ja nicht so, dass eine Sprache nur von der Vorgängersprache etwas mitbekommt. Wir im Deutschen verwenden ja auch viele englische Ausdrücke. Und ich kann, glaube ich, den Vortrag gar nicht fertig machen, ohne das auch zu gebrauchen. Das heißt, es gibt Einflüsse horizontal. Aber es ist trotzdem interessant, wo kommt die Schleife her? Also die Komponenten kommt man relativ leicht drauf. Da gibt es die iranischen, indo-iranische Sprachfamilie. Ist, glaube ich, die größte darin, aber ist nicht so sehr untersucht. Und wenn man die rausnimmt, dann verschwindet eine Komponente. Also die zwei Komponenten sind indo-iranisch und der Rest. Und wo ist jetzt die Schleife? Die Schleife ist im Rest, also die ist bei uns. Außer sie sind aus Iran oder Indien. Um das zu vergleichen mit einer anderen Sprachfamilie, Niger-Kongo-Sprachfamilie, ist noch eine relativ gut untersuchte und da schaut es anders aus, da haben wir drei Komponenten, keine Schleife. Nur zu zeigen, dass das verschiedene Sprachfamilien haben verschiedene Charakteristika, topologische. Okay, also wo könnte die Schleife sein? Jetzt gibt es in der Geschichte von Europa die Invasion von den Normannen in England. Das heißt, die normannische Sprache, ist in der romanischen, im romanischen Ast, die englischen ist im germanischen Ast, da ist eine Verbindung. Das heißt, man könnte eigentlich glauben, dass der Kreis dadurch durch die Invasion von England entstanden ist. Das haben die Forscher auch aufgenommen und haben dann die zwei Familien, also die germanische Familie und die romanische Familie rausgenommen, das untersucht, keine Schleife gefunden. Das heißt, diese Schleife existiert nicht in dem Raum, der von den syntaktischen Parametern bestimmt wird. So, um nur zu zeigen, wo die Verbindung ist, ist ganz links. Okay, das ist es also nicht. Jetzt haben sie noch weitere Versuche gemacht und der springende Versuch ist der, wo sie die indoeuropäische Sprachfamilie genommen haben, alle indo-iranischen Sprachen rausgenommen, weil das ist sowieso eine extra Komponente, verlieren wir nur eine Komponente. Und dann haben wir noch die hellenischen Sprachen rausgenommen, das ist Griechisch und Altgriechisch. Und dann, man staune, bekommt man drei Komponenten und keine Schleife. Das heißt, es ist einmal festgehalten worden, die hellenische Teilfamilie ist irgendwie zentral in der europäischen Familie und verantwortlich für die Schleife. Und damit hört das Paper eigentlich auf. Und ich würde gerne noch ein bisschen weitergehen und spekulieren. Ich habe die Daten nicht, dadurch, und Sie haben die Daten nicht, nehme ich an. Das heißt, Sie können auch nicht falsifizieren, was ich jetzt spekuliere. Also bin ich ganz frei und sprich gern über alles, was ich nicht weiß. Also mein Kommentar wäre, dass es vielleicht so aussieht, dass die hellenischen Sprachen, also Griechisch, Altgriechisch, am Zentrum sind. Jetzt gibt es, wenn ich die rausnehme, bekomme ich drei Komponenten. Und die drei Komponenten können, also die vier größeren Sprachfamilien, die rausgehen, sind die keltischen, die slawischen, germanischen und romanischen. Und es könnte ja sein, dass wirklich die romanischen und germanischen zusammenhängen, wegen dem William the Conqueror. Also das wäre ein Bild, das möglich ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil ich die Daten nicht habe und das nicht berechnen konnte. Ich weiß nicht, warum das Paper diese Vermutung nicht gemacht hat und nicht verfolgt hat. Soll vielleicht schreiben. Okay, das ist das eine. Und ich habe dann einen zweiten Kommentar, und zwar ist der, ich habe das Ganze sehr vereinfacht. Überhaupt die den letzten Teil, die Analyse. Weil so ganz direkt von den Punkten zur Topologie und das Rausrechnen geht es meistens nicht. Also was das Paper wirklich gemacht hat, ist, für jede Sprache ist nicht unbedingt bekannt, wie sie für einen Parameter reagiert, positiv oder negativ. Also es gibt da Unbekannte. Und dann hat man eben
entweder 80% der Sprachen, wo man die meisten Parameter kennt, oder 60% verwendet und dann versucht, was rauskommt. Das Weitere, was gemacht worden ist, statt 120 Dimensionen, das ist die Anzahl der Parameter, haben sie zunächst einmal PCA-Analyse gemacht. Das heißt, die wichtigsten Richtungen der Datenmenge festgestellt und das dann runterprojiziert auf 10, 20 oder 30 Dimensionen. Und erst der dritte Parameter ist dann der Radius, von dem ich gesprochen habe. Das heißt, eigentlich als Mathematiker würde man sich wünschen, dass man das multiparametrisieren kann, dass persistente Topologie mit eben drei Parametern indiziert werden kann und dass ich dann die ganze Analyse mache. Das hat aber leider den Nachteil, dass algebraisch das relativ kompliziert ist. Das ein Parameter Persistence ist einfach mathematisch und schon zweidimensionale Persistence ist kompliziert. Und damit wollte ich schließen. Danke sehr.